Vielleicht wüssten sie, du am Sonntag die 10 Gebote durchnehmen, mir zu lieb, dass ich mir einfach die Hagel endlich merken kann und vielleicht auch verstehen und in mein Leben reinnehmen. Heute sind wir schon beim 5. Gebot. Teil von euch wissen vielleicht sogar, welches das ist. Ehre Vater und Mutter. 2. Mose 20,12. Als ich das Gebot gelesen habe ich gedacht, das ist einfach. Bis ich überlegt habe, dass wir nicht alle die gleichen Eltern haben. Dass es vielleicht sogar Leute gibt, die gar keine Eltern mehr haben. Oder die Eltern gar nicht haben gelernt kennen. Die bei anderen Eltern aufgewachsen sind. Es gibt Leute, die reden gar nicht mit ihren Eltern, weil sie verletzt wurden, weil es Krach hat gegeben. Es gibt Eltern, die haben versagt. Die haben Fehler gemacht. Die Kinder sind verletzt. Also, das Gebot ist verknüpft mit ganz vielen Geschichten. Mit unserer Vergangenheit, mit unserer Kindheit. Und wir alle haben ganz verschiedene Sachen erlebt. Und jetzt steht da, Ehre Vater und Mutter. Das Wort Ehre kommt unter anderem aus dem Althochdeutschen. Und dann haben sie damit gemeint, Ehrfurcht vor jemandem zu haben oder sogar jemanden zu verehren, zu jemandem aufzuschauen. Wie können wir das mit Eltern, die vielleicht schon gestorben sind, die gar nicht mehr leben, habe ich mir überlegt. Einerseits in dem, dass wir gut über sie reden, noch wenn sie nicht alles richtig gemacht haben. Dass wir das Gute als Andenken behalten. Und so über sie reden. Wie gehen wir mit Eltern umgehen, die uns verletzt haben? Wie können wir Eltern, einen Vater, eine Mutter ehren, die uns nicht richtig behandelt hat? Die nicht fair war, die nicht gerecht war. Wie kann man das? Einerseits, indem wir probieren, uns in ihre Lage zu versetzen. Warum sind sie, wie sie sind? Oder sie waren sie, wie sie waren? Was war ihr Leben? Wie sind sie aufgewachsen? Ist es möglich, dass auch sie Sachen einfach nicht gelernt haben? Nicht haben mitbekommen? Zu wenig Liebe, zu wenig Aufmerksamkeit? Haben sie etwas weitergegeben, was sie selber auch erlebt haben? Gibt es einen Grund? Einfach probieren, in die Eltern einzuversetzen. Das andere ist vergeben. Nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil Jesus uns vergibt. Weil wir einfach uns entscheiden, weiterzugeben, was auch wir unverdient bekommen. Das hilft, Eltern zu ehren, die es in unseren Augen nicht verdient haben. Weil wenn du vergisst, dann werden nicht nur deine Eltern frei, sondern du. Ein Satz, der mir auch ich ist. Du bist nicht deine Eltern, aber ohne sie wärst du nicht. Also dank ihnen sind wir hier. Ob sie alles richtig gemacht haben oder nicht. Sie haben uns das Leben geschenkt. Und das ist immer ein Grund, auch einfach dankbar ihnen gegenüber zu sein. Jemand zu ehren kann auch heissen, dass man jemanden respektiert. Nicht wegen dem, was er tut, was er macht, nicht wegen seinen Verdiensten, sondern einfach wegen seinem Rang, wegen seiner Position. Und Eltern waren über uns. Eltern waren vor uns. Auch die ältere Generation, wenn wir es generell machen, nicht einmal auf unsere Eltern bezogen. Die Generation, die schon vor uns war, die man einfach ehren kann. Wie können wir unsere Eltern praktisch ehren? Indem wir Zeit mit ihnen verbringen. Nicht zulassen, ihre Lebensgeschichte lernen kennen. Uns interessieren für das, was ihnen wichtig ist. Indem wir sie anerkennen. Sie loben. Ihnen Merci sagen für das, was sie gut gemacht haben. Indem wir ihnen Geschenke geben. Wie, Schoki. Aber vielleicht auch Sachen, die sie wirklich Freude daran haben. Und etwas bedeutet, dass wir uns wirklich damit befassen, was ist ihnen wichtig? Vielleicht ein Foto? Vielleicht, dass wir fortgehen mit ihnen, dass wir sie besuchen? Das ist bei jedem etwas anderes.
Es gibt so viele verschiedene Wege, wie dass man Eltern ehren kann, aber es ist bei jedem verschieden. Reden wir über unsere Eltern doch so, wie wir gerne hätten, dass über uns geredet wird. Ich habe das Gefühl, dort ist ein tiefer Schlüssel versteckt. Und wenn ich mir überlege, wie sie mir wünschen, wie meine Kinder über mich reden. Oh, ich weiss, ich habe Fehler gemacht, dann muss ich fast schon vergrämen. Ich habe viele Fehler gemacht, aber ich würde mir wünschen. Das Problem ist, dass die Kinder zuschauen. Das ist mir auch in den Sinn gekommen. Genau. Ich würde mir wünschen, dass sie sagen, aber weisst, sie hat es gut gemeint. Ja, sie hat Sachen falsch gemacht, aber tief in ihrem Herzen hat sie es gut gemeint. Sie hat das Beste für uns wollen, auch wenn sie es nicht immer hergebracht hat. Und so würde ich mir wünschen, dass über uns geredet wird und dass auch wir über unsere Eltern reden. Ja, sie haben Sachen falsch gemacht, aber sie haben ihr das Beste probiert zu geben, auch wenn es manchmal zu wenig war. Das fünfte Gebot ist das einzige Gebot, das einen Zusatz hat. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Ein Versprechen von Gott. Wer sein Papi und seine Mami ehrt, wird lange dort leben, wo Gott ihn eingepflanzt hat. Ich würde mich hüten, dir heute Morgen zu versprechen, dass du 120 wirst. Aber ich werde dir versprechen, dass Gott seine Versprechen hält. Dass er dich sieht, dass er sieht, was du machst. Er sieht, wie du über deine Eltern redest und wie du mit ihnen umgehst. Und er wird dich belohnen dafür. Und ich bin überzeugt, je schwieriger es für dich ist, desto mehr ehrst du Gott, desto mehr Freude hat er auch an dir. Je mehr, dass es dich kostet. Wir neigen dazu, Autoritäten nur dann zu anerkennen, wenn wir denken, dass sie es verdient haben. Aber das ist weltlich und menschlich. Und ich habe das Gefühl, Gott traut uns da ganz, ganz viel mehr zu. Auch gerade bei diesem fünften Gebot. Und ich hoffe, dass wir alle dürfen das mit neuen Augen anschauen und einmal bewusster umsetzen. Und für das möchte ich heute Morgen an diesem Sonntag beten. Ihr könnt mit uns aufstehen. Vater im Himmel, merci vielmals für das fünfte Gebot. Du sagst, wir sollen unsere Eltern ehren. Für das, was sie sind. Für den Rang, die Position, die du ihnen gegeben hast. Sie sind die, die uns das Leben geschenkt haben. Sie haben Fehler gemacht, sie haben nicht alles richtig gemacht. Genauso wie wir, die Eltern sind, es auch nicht immer schaffen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, sie zu ehren und zu respektieren, herauszufinden, was ihnen etwas bedeutet. Gut über sie zu reden, gerade wenn sie gar nicht mehr da sind. Dass wir das Gute wie können vorne behalten, dass du uns dort hilfst, dass wir können vergeben können. Wo Vergebung notwendig ist, dass du Beziehungen wieder herstellen, wo sie kaputt gegangen sind. Merci, dass du dort das Vorbild bist. Merci, dass du uns verstehst, uns nicht verurteilst, sondern uns an den Hang nimmst und sagst, lass, ich komme mit dir. Gut, wenn es dir hart fällt, das zu machen. Ich komme mit dir. Schritt für Schritt, du hast nicht Stress. Danke, segnest du uns, dass wir das fünfte Gebot so umsetzen können, dass du Freude an uns hast. Amen.